sagst. Ja, das kann im Zweifelsfall gehen. Yo, YouTuber. Geiler Typ hier. Ja, das geiler, geiler Typ da, Manuel. Hey Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich einen Gast, der nicht nur gut aussieht, sondern auch noch extrem erfolgreich ist und von sich selber das niemals behaupten würde, wie er gerade gesagt hat. Aber bevor ich jetzt noch weiter hier alles schleimig mache, erzähl uns doch mal bitte, wer bist du? Hi, ich bin Christian Bischoff, Persönlichkeitstrainer und Life-Coach. Freue mich, hier heute bei euch sein zu dürfen. Manuels Community. Ja, Persönlichkeitstrainer und Lifecoach, war früher Profisportler, Profi-Basketballspieler und Trainer und arbeite mittlerweile mit Menschen, habe einen Podcast, die Kunst Ending zu machen, mache große öffentliche Seminare und helfe Menschen, eine höhere Lebensqualität für sich zu erreichen. Ja, auch eine Sache, die mir viele Leute über dich erzählen, die ich jetzt sofort merke, ist, dass du einfach humble bist. Also du sagst, ich mache große Seminare. Große Seminare heißt in dem Fall 2.500 Leute. Ja, ihr habt es auf dem Kanal schon gesehen, wir haben schon ein Video hochgeladen und oder, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall mal den Link in der Infobox checken. Da haben wir nochmal ein bisschen was mitgeschnitten. Wahnsinnig, einer der größten Podcasts in Deutschland. Unglaublich sympathischer Mensch, super krasse Kontakte, sehr, sehr viel erlebt auch schon im Leben. Und das auch schon in jungen Jahren, genauso wie jetzt auch schon in dezent fortgeschrittenen Jahren. Das prägt einen, das gibt einem viel und das kann man weitergeben. Mhm. Was hast du gesagt, was würdest du sagen, was hat dich vielleicht am meisten geprägt und begleitet auch auf dem Weg dahin, einer der erfolgreichsten Speaker und Trainer zu werden in Deutschland? Ist ja immer so, Manuel, Motivation bringt dich in die Gänge, aber nur Angewohnheiten halten dich auf Dauer in der Erfolgsspur. Mhm. Und bei mir war es schon immer, ich wollte als Kind schon immer Profisportler werden. Mhm. Nie die Sportart, war immer egal. Wo das herkam, kann ich heute nicht mehr sagen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, wie jedes Kind, mit Fußball, war ich talentfrei. Dann hat Boris Becker Wimbledon gewonnen, da war ich damals 12. Am nächsten Tag habe ich angefangen, Tennis zu spielen und war Boris Becker auf dem Tennisplatz. Das hat auch nicht funktioniert. Und irgendwann bin ich an meinem Basketball gelandet und da hatte ich Talent. Dann war ich mit 16 in der Bundesliga. Cool. Und dann mit 19 ist die Karriere weggebrochen, weil ich Rückenprobleme hatte. Und dann bin ich Trainer geworden. Profitrainer und war mit 25 auf einmal schon Bundesliga-Cheftrainer in Bamberg damals. Und habe aber auch gemerkt, das ist ein Geschäft, der Profisport, nicht mein Geschäft, weil es ein Marketinggeschäft ist. Du bist als Trainer ein Marketinginstrument und Basketball ist eine Randsportart, wollte ich nicht mehr mitmachen. Und dann heute auch als Trainer. Und es am Ende klingt so simpel, doch Erfolg ist 80% wollen. Mhm. Und einfach den schnellen Erfolg gibt es nicht, schnellen Reichtum im Internet gibt es nicht, schnell abnehmen gibt es nicht, schnell, was weiß ich auch immer, gibt es nicht. Das sind immer Marketingmärchen. Am Ende sind es die Menschen, die über 10, 20 Jahre konstant an einer Sache dranbleiben, die das Mindset dafür haben. Dein komplettes Leben ist nur Mindset. Immer wenn du auf die nächste Stufe willst, ist es nur, änder dein Mindset und das ist wichtig, diszipliniertes Handeln, weil nur Mindset ohne Tun reicht halt auch nicht. Sehr schön. Also vielleicht noch mit, du wirst das auch kennen aus deinem Leben, Umsetzungsgeschwindigkeit ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Ja. Heute ist Geschwindigkeit Erfolg. Speed of Geduld, ja, Geduld ist vollkommen fehl am Platz heutzutage. Ja. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Die Leute da draußen sagen immer, Manuel, du redest so schnell und ich schaue mir Videos auf YouTube auf 2- bis 3-facher Geschwindigkeit auch an. Es gibt ein schönes Plugin. Und wenn ich irgendwo in einer Bar sitze oder sowas oder in einem Restaurant oder so und das läuft und ich habe vielleicht gerade, ich habe so Apple-Kopfhörer, wenn man die rausnimmt, dann wird das laut sofort. Und dann hört man, dass wieder so schnell ist. Und alle Leute gucken und manchmal werde ich angesprochen, was ich da mache. Ich erkläre halt, ich gucke mir gerade ein Video an und die Leute sind verwirrt davon. Aber ich habe einfach keine Zeit, ein Video langsam zu gucken, weil es geht um Speed of Implementation. Es geht darum, schneller zu sein als jemand anderes. Weil zu jeder Zeit hat jeder auch immer eine gute Idee und muss einfach nur schneller sein als der. Ja. Schön gesagt. Jetzt ist die Frage für die Leute da draußen. Heute sitzen sie da und der ein oder andere würde gerne hier sitzen. Und bevor du die Frage beantwortest, wie man es schafft, vielleicht wenigstens im Ansatz deinen Erfolg auch zu haben, möchte ich euch da draußen auf das Gewinnspiel hinweisen, was wir haben. Nämlich, Christian, du warst so gut, uns Karten zu geben für eines deiner Live-Events. Und wir haben gesagt, wir möchten das gerne hier im YouTube-Video verlosen. Und alles, was du dafür machen brauchst, ist die Nuggets, die Christian hier sagt. Also alles Wissen, was du mitnimmst aus diesem Video, in den Kommentaren reinzuschreiben. Und der beste Kommentar, der am coolsten das Wissen zusammengefasst hat, so dass man es to go hat und mitnehmen kann, der gewinnt. Und wie entscheidet sich, ob das der beste Kommentar ist? Anhand der Likes. Welcher Kommentar am meisten Likes hat, der kriegt Tickets für Christian. Also alle deine Freunde einladen, deinen Kommentar zu liken, das Video zu liken auch sehr gern und dann geht's ab zu Christian. Sehr cool. Wie wird man so erfolgreich wie du? Es sind 3 Punkte. Mhm. Die erste Sache ist, finde deine Einzigartigkeit. Mhm. Es gibt etwas, das du besser kannst als alle anderen. Also ich nehme jetzt meine Branche, die Trainer-Redner-Branche, ich könnte auch die Profi-Trainer-Branche. Du kannst Trainer auf 1000 unterschiedliche Arten sein. Ich bin am stärksten, wenn ich live mit großen Gruppen arbeite.
Deswegen mache ich die Seminare. Also finde deine Branche und dann finde nochmal, wie bist du einzigartig? Wir haben gerade eben drüber geredet, kurz bevor die Kamera anging. Finde deinen Kanal zum Beispiel. Bist du ein YouTuber? Bist du ein Instagrammer? Bist du ein Facebooker? Bist du ein Podcaster? Bist du ein Blogschreiber? Was auch immer. Also es gibt eine Sache, die für dich am besten funktioniert. Zweite Sache, finde die Sache, wo du absolut drin aufgehst, weil es geht heute nicht nur um Zeit arbeiten, sondern es geht um Ergebnisse zu liefern. Mhm. Und wenn du große Ergebnisse erreichen willst, das dauert immer länger als geplant und das machst du nur, wenn du wirklich über Jahre dran bleibst und dafür muss das komplett, das musst du sein. Also sei dein, eigentlich gibt es Arbeit nicht mehr, sondern das, was du tust, bist du. Ja. Und das findest du mit einer ganz einfachen Frage raus. Frag dich mal, bei was würdest du die Krise kriegen, wenn du es 3 Tage nicht machen dürftest? Gut, dann sollte was anderes bei rauskommen als Pornos gucken. Und also ansonsten musst du in diese Industrie rein. Ja, guter Tipp. Aber bei allem, wo du sagst, ich kann nicht ohne das länger als 3 Tage, weißt du, da ist wahrscheinlich ein ziemlich gutes Talent da. Und ich gebe euch noch einen coolen Tipp mit. Manuel hat das auch gemacht. Holt euch mal das Buch Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt von Marcus Buckingham. In dem Buch findest du ganz schnell deine 5 größten Stärken raus. Und vor allem beruflicher Erfolg, was du jetzt wissen wolltest, geht immer darauf raus, dass du auf deine Stärken gehst. Weil, schau mal, Stärke und Schwäche sind 2 Pole der gleichen Sache. Und deswegen, wenn zum Beispiel jemand ein Einzelgänger ist, dann kannst du dem als Schwäche auslegen und sagen, der ist nicht teamfähig. Wenn du so jemanden im Team steckst, kriegt der eine absolute Krise. Das mag der beste Selbstständige sein. Also ist Einzelgänger gut oder schlecht? Nein, Einzelgänger ist einfach und du entscheidest, machst du daraus eine Stärke oder eine Schwäche. Das kannst du aber erst, wenn du weißt, in welcher Richtung bist du gut. Und dieses Buch von Marcus Buckingham ist echt grandios. Hat mir sehr geholfen, Mitte 20. Es gibt viele Leute da draußen, die sagen, ich möchte gern eben selbstständig sein. Und selbstständig nicht im Sinne von alleine arbeiten, sondern selbstständig im Sinne von keinen Chef haben. Ja. Ich möchte gern meinen Traum erfüllen. Ich möchte gern der Welt Mehrwert geben auch. Die Frage ist, wie würdest du, wenn du jetzt angestellt wärst, wie würdest du von A nach B gehen? Wie würdest du aus dem Angestelltenverhältnis raus, rein in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum, rein in die Freiheit in Anführungsstrichen? Ich habe das ja gemacht. Also auch als Basketballtrainer bist du ja angestellt. Du bist natürlich besser bezahlt als ein Durchschnittsangestellter. Ganz einfach. Das musst du differenziert sehen, Manuel, weil es kommt darauf an, bist du Single? Bist du in einer Beziehung oder hast du schon Familie? Weil sobald Kinder im Spiel sind, hast du eine andere Verantwortung. Das ist deswegen, wir haben das ja am Samstag im Seminar gesagt, mit 25 hast du die 5 geilsten Jahre deines Lebens vor dir, weil du noch keine fucking Verpflichtungen hast. Ein 40-Jähriger kann oft nicht mehr sagen, ich will über Nacht mein Leben verändern, weil in der Früh 2 Kinder aufwachen. Die müssen in die Schule, die wollen ins Fußballtraining. Nehmen wir es mal so, nehmen wir einen 25-Jährigen, der noch keine Verpflichtungen hat, ist die Empfehlung ganz einfach, dafür brauchst du Mut. Entscheide dich, in welche Richtung du gehen willst, brich alle anderen Brücken hinter dir ab, zwing nicht dazu, dass das funktionieren muss. So habe ich es gemacht. Das heißt, ich habe im Profi-Basketball gekündigt, ich bin aufs Arbeitsamt gegangen, habe selbstständige Unterstützung beantragt und habe gesagt, ich werde Redner. Ich bin umgezogen, habe mich aus dem Basketballumfeld verabschiedet, alle Kontakte abgebrochen, alle Brücken, es musste funktionieren. Ja. Und ich habe Angst 2 Jahre lang als Motivator benutzt. 24/7 am Tag gearbeitet. Auch spannend, dass du sagst, du bist umgezogen. Also eine Sache, die ich auch immer wieder empfehle, wenn man Verhaltensmuster aufbrechen und ändern möchte, ist wirklich sogar aus der physischen Umgebung wegzugehen. Also ich ziehe sehr oft um und was ich merke, dadurch, dass ich so viel umziehe, ist, dass jedes Mal, wenn ich gehe, lege ich ein paar schlechte und aber teilweise sogar gute Gewohnheiten einfach komplett ab, weil es mir unheimlich schwer fällt, an einem anderen Ort die Gewohnheit wieder neu zu prägen. Ja. Und das ist sehr spannend, dass du sogar umgezogen bist zu dem Zeitpunkt. Das kann ich auch nur unterstützen, wenn man was verändern will, tatsächlich auch umzuziehen. Wenn du massiv schnellen Erfolg haben willst, gibt es eine einfache Regel, was Manuel gerade gesagt hat, in einem Satz zusammengefasst, es ist leichter, dein Umfeld zu verändern, als die Menschen in deinem Umfeld zu verändern. Geh nach Australien, du führst morgen ein komplett anderes Leben. Geh nach Afrika, du führst ein komplett anderes Leben. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht noch der zweite Gedanke, du hast ja bestimmt auch lebenserfahrenere Follower. Wenn du 40 bist, verheiratet, Verantwortung für 2 Kinder, vielleicht hast du sogar noch ein Haus, auf das du Schulden hast. Und du willst trotzdem nicht selbstständig machen. Mach's, aber mach's parallel. Genau. Verlass einen sicheren Hafen nicht, solange das Neue nicht stabil steht. Dann ist es wirklich so, dann musst du halt abends, nachts arbeiten, wenn die anderen schlafen, aber auch das kriegst du mit einem ganz einfachen Mindset-Wechsel. Du machst das in Liebe für deine Familie. Dass du jetzt halt einfach mal ganz viel tust, um
dann irgendwann in dem, was du tust, aufzugehen und damit selber mehr Kraft zu haben, dann auch deinen Kindern, deinem Partner wieder mehr geben zu können. Aber da würde ich eine andere Strategie anwenden, als wenn du Anfang, Mitte 20 bist und noch keine Verpflichtungen hast. Wir haben ein paar Fragen auf Facebook und was das für Fragen sind, das finden wir jetzt mal gemeinsam raus. So, die Fragen von Facebook. Also Lukas Meinert fragt, was hat dich dazu gebracht, Erfolgscoach zu werden? Ich war mit 25 Bundesliga-Cheftrainer und bin mit 26 gefeuert worden. Dann habe ich verstanden, wie dieser Markt funktioniert. Und dann habe ich mit 26 bin ich zum ersten Mal in der Lebensrealität angekommen. Weil im Profisport lebst du in einer Bubble. Du kriegst alles in den Arsch geschoben. Ich war mit 16 schon in USA und Europameisterschaft gespielt. Du denkst, du bist der Superstar. Ich habe aber einmal mit 26 gemerkt, dass ich ziemlich überlebensunfähig bin. Das heißt, ich habe mein erstes Geld alles komplett verloren, weil ich nicht verstanden habe, wie funktionieren Versicherungen, Geldanlagen, den falschen Leuten auf den Leim gegangen. Es ist also so simple Sachen. Ich wusste nicht, Mietvertrag und alles. Und ich habe mich damals geärgert, weißt du, das war ja eine andere Zeit als bei euch heute. Du hast halt das Wissen gehabt, das dir aus der Schule mitgegeben wurde. Und ich habe mit Mitte 20 gemerkt, dass du da nur Scheiße gelernt hast. Ja. Also jetzt mal praktisch, nur Scheiße. Ja. Und aus dem Frust heraus, dass das Leben ja ganz anders funktioniert, ist dieser Hunger entstanden, versteh das Leben und meistens das, was du ja selber suchst, da machst du dann irgendwann einen Beruf draus. Und 5 Jahre später wurde das dann halt ein Beruf. Die Spielregeln haben sich ja mit dem Internet in den letzten 10 Jahren komplett verändert. Also heute als 20-Jähriger hast du Vorteile, die es vor 20 Jahren einfach nicht gab. Weil heute können dir die Lehrer nichts mehr erzählen. Dann gehst du mal kurz, guckst auf Google, ist das richtig, was der da vorne erzählt und hast du eine Autorität innerhalb von Sekunden untergraben. Ja. Ich kenne auch viele Jungs, die gerade an einer künstlichen Intelligenz arbeiten oder an irgendeinem System arbeiten, was die Schule unterstützen oder sogar ersetzen soll. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wo sich das hinentwickelt. Wir haben noch mehr Fragen bekommen und zwar haben wir unter anderem die Frage von Philipp Bohländer, mit wie viel Kosten monatlich sind deine Werbeanzeigen verbunden? Weißt du sowas? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Habe ich ein Team dafür. Genau. Die haben ein Budget, aber kann ich dir nicht wirklich sagen, bin ich nicht der... Unsere Firma, ganz ehrlich, ist so aufgeteilt, ich bin Künstler. Alles außenrum machen andere. Das ist, können viele sagen, eine riskante Aufteilung, aber ich bin da voll im Vertrauen drin. Ich habe da einen sehr, sehr guten Geschäftspartner. Den ich auch kennengelernt habe, der wirklich viel auf dem Kasten hat. Jens. Ja. Jens ist der Hammer. Ja. Und das gibt dir halt den Vorteil, Manuel, wenn du dich auf eine Sache fokussieren kannst, du kannst halt in einer Sache wirklich richtig gut werden. Sehe ich genau. Deswegen weiß ich nicht, was unser Facebook-Werbebudget ist. Keine Ahnung. Ja, glaube ich auch. Martin Zehren fragt, wovor du am meisten Respekt hast. Ganz ehrlich, vor alleinerziehenden Müttern, weil ich selber 3 Kinder habe und meine Frau und ich ganz klare Rollenaufteilung haben. Also ich bin der voll auf die berufliche Schiene geht. Sie hat sich 100% für Muttertum entschieden und ich das oft sehe. Also Kinder sind ja ein großes Geschenk, aber Kinder ist auch, was dir kaum einer sagt, einfach unglaublich anstrengend. Ja. Vor allem, wenn du mehr hast, weil jedes Aufmerksamkeit haben will. Und wenn ich dann mal so nach einer Woche wieder heimkomme, wie froh meine Frau dann ist, wenn sie Entlastung hat, wenn ich mir dann so vorstelle, als Frau, die haben ja dann nochmal eine ganz andere Position als Männer. Du hast eine Trennung hinter dir, du nimmst die Kinder mit und du bist für alles verantwortlich. Davor habe ich tierischen Respekt. Krass, ja. Wovor habe ich noch Respekt? Ich habe Respekt vor jedem eigentlich, der so selbstbestimmt seinen Weg im Leben geht und nicht mehr alles so dumm und stupide konsumiert, was dir vorgesetzt wird, sondern der so eine eigene Meinung hat. Gibt da, womit tue ich mich schwer mit Leuten, die einfach nachlabern, was in der Bildzeitung steht oder heute Abend in Nachrichten kommt, sondern es ist einfach jetzt an der Zeit, fang an selber zu denken. Leb dein Leben so, wie du es haben willst. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber mach was aus deiner Lebenszeit. Auch für euch da draußen nochmal, denkt daran, in die Kommentare eine Mini-Zusammenfassung in Stichpunkten zu schreiben von dem, was Christian sagt. Und der Kommentar mit den meisten Likes, der gewinnt dann Karten. Wie lange habt ihr Zeit, um die meisten Likes zu bekommen? 7 Tage nach dem Upload des Videos. Und vielleicht wird Thorsten Konert ja auch eine Zusammenfassung schreiben. Auf jeden Fall hat er eine Frage geschrieben, nämlich welche Ausbildung hast du gemacht und welche Seminare hast du besucht und wer sind deine Mentoren? Ich habe überhaupt keine Ausbildung. Das ist der große und wichtige Punkt. Ich glaube, wenn du die Ausbildung machst, die alle machen, denkst du wie alle anderen. Wenn du zum Beispiel Psychologie studierst und einen LLP-Kurs machst, machst du es wie alle anderen. Und das klingt jetzt krass, aber du brauchst eigentlich nur einen gesunden Menschenverstand. Ich habe mittlerweile mit so vielen Menschen gearbeitet, über 500.000, dass du verstehst, die Muster, die Menschen an den Tag legen und woran sie scheitern, sind immer die gleichen. Und wenn du das einmal verstanden hast und es nicht in den Therapiebereich gehst, kannst du Menschen ganz, ganz schnell helfen. Ja. Darf ich frage, einhaken, was sind denn die Muster? In welchem Bereich? Mental, Verhalten oder Emotion? In allen vielleicht ganz kurz mal angerissen? Mindset sind die Muster immer, dass wir, also am Ende ist das ganze Leben Mindset, dass wir an Glaubenssätzen scheitern, die wir glauben, dass sie real sind. Also am schnellsten veränderst du Muster über Mindset.
Emotionen ist es, dass wir nicht verstehen, wie wir unsere Gefühle selber machen. Und Handeln, Emotionen und allem ist häufig, dass wir aus der Vergangenheit uns Geschichten zusammengebaut haben, was in unserem Leben passiert ist, die dafür gesorgt haben, dass unser Leben heute so ist, wie es ist. Mhm. Und da diese Geschichten immer verzerrt sind, sind sie eigentlich nie wirklich wahr. Mhm. Und das heißt, wir haben eigentlich eine falsche Selbstwahrnehmung über uns. Und da Negativität im Kopf des untrainierten Geistes immer mehr auslöst als positive Sachen, sind diese Geschichten, Glaubenssätze bei über 90% der Menschen natürlich negativ, leistungshemmend, energiehemmend und blockiert sie. Und da musst du ran und das Ganze auflösen. Du weißt, auch durch so eine Angst bringst du jemanden durch, wenn er dir vertraut. Und das ist viel wichtiger vielleicht, um das mal zu beantworten. In meinem Berufsfeld ist Vertrauen das Allerwichtigste. Und deswegen ist bei Coachings immer, Leute entscheiden sich immer für die Person am Ende. Du brauchst natürlich ein richtig krasses Wissen und Können, aber am Ende entscheiden die Leute immer, mag ich den oder mag ich den nicht. Und das ist auch gut so, weil einem Coach musst du vertrauen können. Ja. Vielleicht noch zum Thema Mentoren. Mein wichtigster Mentor war zu Basketballzeiten Mike Krzyzewski, von dem ich auch bis heute ganz viel habe. Das ist der ehemalige Cheftrainer der amerikanischen Basketball-Nationalmannschaft. Mhm. Ich meine, sagt er dir was, wenn du so viel in Kalifornien lebst? Tatsächlich nicht Basketball. Nicht. Ja. In Deutschland kennt ihn kaum einer. Ansonsten im Moment ist mein wichtigster Mentor auch mein Lead-Trainer. Der heißt Wolfgang, ist 63 Jahre alt, seit 40 Jahren Trainer und Therapeut, von dem habe ich selber so viel gelernt. Mhm. Der macht ganz viele Seminare mittlerweile bei uns. Ja, aber ich würde jedem Jungen empfehlen, so Mentoren, guck in viele Richtungen, schau dir von jedem was ab und vor allem, lerne nicht nur aus den positiven Dingen, sondern lerne auch ganz bewusst, was machen Menschen falsch und wo du sagst, so würde ich es nie machen. Weil die Illusion ist, dass wir immer glauben, wir können nur von positiven Leuten lernen. Aber wir hatten mal im Basketball, heute kann ich das erzählen, es gibt einen herausragenden, einer der besten jugoslawischen Nationalspieler aller Zeiten, Zoran Slavnic. Den kennt keiner. Aber der ist dann Trainer geworden, war ein katastrophaler Trainer. Ja. Der war Cheftrainer in Bamberg und ich war sein Assistent. Hm. Hat genau 3 Monate überlebt, dann ist er gefeuert worden. Hm. Ich habe in den 3 Monaten mehr gelernt darüber, wie man nie mit Menschen umgehen darf und wie man innerhalb von kürzester Zeit Menschen verliert. Und da lernst du durch Fehler so viel, so schnell, die Fehler machst du selber nie. Ja. Schön auch immer wieder zu sehen, in meinen Augen jemanden auf seinem Weg zum Erfolg zu begleiten, bedeutet den Weg zum Erfolg gesehen zu haben. Ja. Und deswegen sage ich auch allen Leuten da draußen immer, wenn ihr was schaffen wollt, sucht euch irgendjemanden, der da ist, wo ihr gern hin wollt oder wenigstens auf bestem Wege dahin zu kommen und macht alles für den kostenlos für ein halbes Jahr. Mhm. Wenn ihr das macht, dann habt ihr eine Beziehung zu diesem Menschen. Ja? Also seid nicht unterwürfig im Sinne von, dass ihr euch klein macht, aber gebt alles, um diesem Menschen zu helfen, während ihr selber auch natürlich den Selbstrespekt noch habt und euer eigener Mensch seid und eben nicht euch zu klein macht. Aber stellt euch unter diese Person und helft der Person. Der mein Social Media Team mittlerweile leitet, der hat den Job bekommen, genau was du jetzt sagst. Der hat gesagt, ich arbeite 3 Monate umsonst für dich und ich liefere Ergebnisse. Ja. So ist er reingekommen. Ja. Ja, und genau das sehe ich eben auch. Ja. Stefano fragt, wie müsste man auf dich zugehen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Und was wäre dein Tipp generell, um mit erfolgreichen Menschen in Kontakt zu kommen? Schreib eine E-Mail an jobs@christian-bischoff.com und erklär in 3 Sätzen, warum genau du bei uns arbeiten solltest. Und auch generell halte ich Kontakte knüpfen ist am einfachsten, wenn ihr einen gemeinsamen Bekannten habt. Ja. Also wenn du jemanden kennst, den Christian zum Beispiel kennt und Christian vertraut dieser Person und diese Person stellt dich dann Christian vor, dann wird Christian automatisch ein gutes Bild von dir haben und die Tür wird sich geöffnet haben und du wirst dann... Ja. beweisen können, dass du seine Zeit wert bist. Dominik Miguel Rodriguez fragt, wie du mit Angst umgehst, auf der Bühne stehst und Leute begeisterst und wie du mit Leuten umgehst, die dir Energie rauben. Rein in die Angst, dann verschwindet die Angst. Nie ausweichen. Menschen, die dir Energie rauben, ausweichen. Gehen. Einverstanden. Klaus Hutter fragt, mehrere tausend Leute in einer Halle ist schön, aber die Halle kostet doch viel zu viel. Es gibt eine einfache Regel. Erst kommt das Säen, dann kommt die Ernte. Einverstanden. Jeder, der das schreibt, versteht das Marketing dahinter nicht. Ja. Wie wird man Coach? Wie wird man Coach? Es gibt 1000 Wege. Es gibt nicht den einen Weg zu erklären. Es ist eine ganz einfache Sache. Am Ende als Trainer, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, brauchst du das gewisse Extra. Das ist auch was, das dir kaum einer sagt. Es gibt 2 Erfolgsqualitäten, über die kaum einer redet. Das ist erstens, wir haben eben schon kurz drüber redet, Zeitqualität. Mhm. Du musst mit der richtigen Sache zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Als ich letztes Jahr meinen Die Kunst, ein Ding zu machen Podcast gestartet habe, der erfolgreichste deutsche Podcast ist. Wir sind mittlerweile bei knapp 6 Millionen Downloads. Mhm. Das war einfach genau die richtige Zeit, als kaum einer Podcast gekannt hat. Die zweite Sache, das gewisse Extra. Mhm. Und das gewisse Extra kann man eben nicht trainieren.
Sonst wäre jeder ein Dirk Nowitzki oder jeder wäre ein David Garrett Superstar. Und das gibt eben nicht. Am Ende brauchst du ein gewisses Extra. Hat es jeder Mensch? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jeder Mensch den Beruf finden kann, wo er absolut drin aufgeht. Da musst du nur, die Realität ist eine andere. Es ist der Traum, aber es ist was anderes möglich. Und zwar ist es möglich, die Liebe zu dem, was du tust, zu entwickeln. Und jetzt sind wir bei was ganz anderem. Ich weiß nicht, ob du den Film Momo gesehen hast. Das ist ein ganz alter Film. Und man kann ihn heute noch auf YouTube, schaut euch mal den Link an. Da trifft Momo einen Straßenkehrer und der beschreibt, wie kehrst du eine ewig lange Straße. Er sagt, wenn du guckst nach vorne, wie weit du noch zu kehren hast, und dann kehrst du immer schneller. Irgendwann geht dir die Puste aus und du bist total erschöpft. Aber wenn du dich nach unten auf den Boden schaust und du machst einen Kehrer, das waren noch diese alten Kehrbesen, also der Film, ich weiß nicht, aber ist in den 80er, glaube ich, gedreht worden, und du atmest ein beim Hinkehren und du atmest aus beim Auskehren und du machst das ganz entspannt und locker, bist du immer im Gleichgewicht und irgendwann hast du die ganze Straße gekehrt. Und das ist nur eine simple Filmszene, die aber beschreibt, wie man selbst die Liebe beim Straßenkehren entdecken kann. Und ich habe ja am Samstag euch dieses Video gezeigt, dieser U-Bahn-Fahrer in der Wiener U-Bahn, der seit 30 Jahren in der Wiener U-Bahn fährt, der sagt, meine Motivation ist, wenn die alte Frau auf einmal vorne ruft, Herr Fahrer, danke, dass Sie noch auf mich gewartet haben. Und ich glaube, es ist der einfachere Weg, die Liebe in dem zu finden, was du gerade tust, als auf Teufel komm raus, die eine Sache zu finden, in der du aufgehst. Weil, ganz ehrlich, in der Realität ist das auch so ein bisschen im Moment moderne New Age Erfolgsliteratur, die aber an der Lebensrealität für viele Menschen einfach leider vorbeigeht. Sehr, sehr schön. Formulierung auch, und wer jetzt die Begrifflichkeit New Age Erfolgsliteratur noch nicht ganz sicher ist, was das heißt, das sind eben diese klassischen Erfolgsbücher. Die ja im Moment aus dem Boden spielen. Ja. Chaka, du schaffst das und du musst einfach nur irgendwie es wollen, und natürlich gehört aber noch viele andere Sachen auch noch dazu. Ja. Und wie stehst du selber, du bist offensichtlich auch aus der Sportecke, wie stehst du selber zu dem Thema Gesundheit, was macht dein gesundes Leben aus? Ganz einfach, Gesundheit ist Lebensenergie und ist bei jedem Menschen was anderes. Deswegen gibt es nicht die eine richtige Ernährung, es gibt nicht die eine richtige Bewegung, du kannst nicht zu jedem sagen, iss vegan, du kannst nicht zu jedem sagen, iss vegetarisch. Ich habe es zum Beispiel 2 Jahre gemacht, danach war mein Eisenwert so im Eimer, sondern finde heraus, was du für ein Typ bist. Und die große Empfehlung ist da, beschäftigt euch mit Ayurveda, weil über Ayurveda kriegst du am schnellsten raus, was du für eine menschliche Konstitution bist. Ich zum Beispiel habe einen Kaloriengrundverbrauch von 4280 am Tag. Solide, so viel hätte ich gerne. So, ja, wenn ich dir Ernährungstipps geben würde, wahrscheinlich hast du einen langsamen Stoffwechsel. Uns kann man schon mal überhaupt nicht miteinander vergleichen. Deswegen beim Thema Gesundheit ist es, hast du das Gefühl, dass du in der vollen Lebensenergie stehst? Und das ist mit Mitte 20 auch was anderes als mit 40, weil eine Sache, an der kommen wir alle nicht vorbei, mit 35 fängt sich an, deine Lebensenergie im Körper zu verändern. Ich habe das früher nie geglaubt und genau mit 35 habe ich gemerkt, irgendwas wird anders. Und dann fängst du normalerweise an, nochmal ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, aber damit musst du dich nicht beschäftigen, wenn du 25 bist, weil dann leb erst mal 10 Jahre bis zu 35, und deswegen bin ich mit diesem Thema sehr, sehr vorsichtig. Sehr spannend. Ich habe einen guten Bekannten, der auch sehr stark ayurvedisch lebt und sich da auch viel Mühe gibt, nach dem Essen zum Beispiel sitzen zu bleiben und solche Sachen. Und finde ich sehr spannend. Also ich bin noch nicht so im Thema drin, aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wahnsinn, wir haben wirklich jetzt länger auch noch gesprochen als erwartet, aber ich hätte mich niemals getraut, das vorher zu beenden, weil da einfach so viele Golden Nuggets drin waren, die du hoffentlich in die Kommentare geschrieben hast, denn vielleicht willst du ja einfach Christian live sehen, die Energie spüren. Das war wirklich Wahnsinn. Ich war ja auch mit in der Halle dabei und habe das ja auch erlebt, und das ist wirklich, wirklich ein prägendes Erlebnis auch. Deswegen, um die Tickets zu gewinnen, die Nuggets in Stichpunktform in die Kommentare schreiben und der Kommentar mit den meisten Likes innerhalb der ersten 7 Tage gewinnt. Außerdem, wenn du sehen willst, wie es bei Christian aussieht, dann kannst du auf den Link in der Infobox klicken. Da geht es zu dem Video, wo ich gefilmt habe, wie es denn tatsächlich auch in der Halle mal aussieht. Und wenn du sagst, ich möchte mehr von diesen weisen Worten hören, dann ist der Link zu Christians YouTube-Kanal auch in der Infobox.